Hallo, hallo! Heute gibt es wieder ein kurzes Video-Tutorial. Und zwar, wie man eine digitale Landschaft komplett in Photoshop erstellt. Und zwar, das Original, das Ausgangsbild oder die Bildidee sah eigentlich so aus. Und ja, jetzt zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das aufgebaut wurde. Als erstes mal einen weißen Hintergrund. Dann kamen hier so ein paar Bäume und Sträucher hinzu. Aber nur 10% Deckkraft. Das ist hier mit einem Airbrush-Pinsel gemacht worden. Dann kam hier der erste Farbverlauf. Das ist hier so hellgrau ins Transparente rein. Dann kam hier dieser Baum. Dieser wurde auch komplett digital in Photoshop erstellt. Wo auch hier unten der Stamm ein bisschen im Nebel verschwindet. Dann kam hier der nächste Farbverlauf. Man sieht hier schon langsam, wie sich das Bild aufbaut. Von schwarz nach transparent. Dann ein weiterer Farbverlauf. Der ist etwas schräg, der ist jetzt nicht gerade. Und dann von oben auch noch ein bisschen ein Farbverlauf von hellgrau auch wieder ins Transparente rein. Das Ganze dann in schwarz-weiß, damit der Baum hier auch stimmig dazu passt. Ja. Und dann, meistens ist es so, wenn man hier so Nebellandschaften hat, dass hier noch ganz, ganz zart die Sonne durchscheint. Das ist hier einfach mit dem Pinsel, also eine transparente Ebene, neue Ebene angelegt. Kann ich hier nochmal machen. Dann einen weißen Punkt rein. So ungefähr. Und dann habe ich hier einen Farbverlauf darüber gelegt. Eine Farbüberlagerung in der Farbe Orange. Ganz geringe Deckkraft. Die Sonne schimmert ja auch so durch. Und dann ebenfalls wieder die Deckkraft dann reduziert. So, und jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere die Frage, wie komme ich hier zu diesem Baum oder allgemein zu Bäumen in Photoshop? Ich habe hier eine leere Ebene angelegt und unter Filter, Renderfilter, ist hier seit Photoshop CC dieser Baum drinnen. Auch noch Bilderrahmen und Flammen, und im Baum kann man sich hier dann einen Baum auswählen. Hier gibt es verschiedene, und das Licht einstellen, die Blättermenge korrigieren, mehr oder weniger Blätter, die Blattgröße einstellen, die Zweighöhe, das ist ein Baum nach dem Waldbrand oder ein eher gesunder Baum, und die Zweigdicke und auch die Stammdicke. Ich habe mich hier entschieden für einen, naja, so mittleren Baum, der eben so frei irgendwie dasteht in der Landschaft. Gut, in diesem Sinne, bleib kreativ, viel Spaß beim Basteln. Ciao!